Super. Hä? Okay, dann helfe ich mal. Ja, ich weiß. Ich mache hier gerade Alleinkämpfer. Sir, Delta 38 hier. Wir haben die Brücke erreicht und den Störsender ausgeschaltet. Können Sie mich hören? Laut und deutlich, Sir. Ich greife auf die Systeme des Schiffs zu, um seinen Status zu überprüfen. So. Okay, jetzt hat er es gemacht. Das lag wahrscheinlich doch daran. Gut, ich werde jetzt nochmal das anspielen hier. Teuer, in Hangar A steht ein Schiff der Sklavenjäger. Sind Sie Trandoshanern begegnet? Kann man so sagen. Jeder Menge Kampfdruiden. Den Trandoshanern ging es während des Krieges nie um Politik, sondern um Mutfälle. Was machen die dann hier? Warum verkaufen die Separatisten den Sklavenhändlern Droiden? Ich werde die Logdateien analysieren. Kümmern Sie sich einstweilen um Hangar A. Ich habe mich in die Systeme des Schiffs gehackt. Jetzt kann ich einige Funktionen von hier manipulieren. Okay, wir haben jetzt hier die nächste schon. Was? Hört ihr das? Irgendwie ein Stoßdruck? Brauche einen Detekt. Sind das Feinde oder Freunde? Oh, Feinde. Jetzt haben sie eine Uniform an. Die kann man ja kaum von uns noch unterscheiden. Okay, du auch noch hier? Was sind das für Typen? Trandoshanische Söldner. Sie sind militärisch ausgebildet und gut ausgerüstet. Unterschätzen Sie sie nicht. Humpeln Sie nicht rum, nehmen Sie Bagdad, Soldat. Genau, jetzt sollen Sie erstmal heilen. Der andere hier. Bagdad-Prozedur einleiten, Delta. Hole Bagdad, Sir. Und der dritte auch. Und dann können wir eigentlich weiter. Ja. Ich bin eben gut im Feuerwerk. Oh Mann, ich bin saumüde, ehrlich gesagt. Immer schön langsam und vorsichtig. Aber irgendwie. Dieses Schiff enthält unendlich viele Daten über die Trandoshaner. Ich weiß, es hat alles aufgezeichnet, was an Bord passiert ist. Jede Waffe, jedes Manöver. Die Republik würde Monate brauchen, um diese Daten auszuwerten. Und die Wookies könnten sie dazu verwenden, die Oberhand über die Sklaven zu bekommen. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr das auch hört, was ich höre. Sieht jetzt alles so anders aus. Versuchen wir es mit Sprengstoff, Delta. Bin unterwegs. Aufhören, Kommando. Roger, breche Sprengung ab. So. Das ist wieder so ein komischer Androiden Konstruktor. Und haben wir es gleich? Ja. Da werde ich mal meine Spezialladung machen. Vorsicht vor dem Blaster. Und da ist auch noch einer. Haben es noch mehr geschafft? Ne, jetzt muss ich mal mein Team wieder retten.
Ja, nicht die Hoffnung aufgeben, ich komme schon. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Gut. Ja, mach mal. Das dauert mal so lange. So, na komm. Jo, du auch noch hier? Das sieht sehr gefährlich aus, was hier steht. Ich habe das Gefühl, ich bin ja falsch. Kehren Sie zum Aufzug zurück. Ja, wo ist denn der Aufzug? Ja, ehrlich gesagt, wenn ich das wüsste, dann würde ich da auch hingehen. So. Hier kann ich nicht mitnehmen. Diese Autos sind niedlich. Kehren Sie zum Aufzug zurück. Ja, das mache ich. Ich laufe einfach mal in die Richtung. Mann. Schon wieder einer. Von da oben, wa? Gut, dann geht's hier noch weiter. Dann sind hier noch welche. Okay. Das sind hier noch welche. Haben wir es geschafft. Aber ich habe mich gewundert, warum sind die anderen nicht dabei gewesen. Gut, Aufzug kaputt, wa? Okay, hier werde ich definitiv die Heilung nehmen oder auch nicht. Okay, hier werde ich den nicht starten beim nächsten Mal. Ist er gespeichert. Und dann geht's weiter. Ich habe jetzt 2 Stunden gespielt, das muss auch reichen. Wow, die gehen ganz schön in die Luft. Und ja, das Spiel macht eigentlich Spaß. Uralter Spiel, wirklich uralt. Wenn man die Grafik hier betrachtet. Aber es macht Fun. Es ist eigentlich ein reines Ballerspiel, ohne jede Logik. Aber warum nicht? So, damit verabschiede ich mich für heute und sage euch mal, bye bye.